redet. Der Talk mit Christian Becker. Hallo zusammen, wir sind Malte und Nessie aus Baunatal und waren im letzten Jahr in einem der Corona-Jahre ein Jahr lang auf Weltreise. Sind uns wieder gut zu Hause angekommen in Deutschland und freuen uns, ein bisschen berichten zu können. Und ich freue mich, dass ihr wieder meine Gäste seid, weil ihr wart ja fast vor einem Dreivierteljahr schon mal bei mir zu Gast. Da haben wir eine Folge aufgezeichnet und ich glaube, wir haben ich habe euch in Thailand irgendwie angetroffen. Ne? Da wart ihr noch in Thailand. Ja, genau. Kurz vor Albanien waren wir da. Wir haben schon berichtet, dass es nach Albanien geht, saßen aber noch in Thailand. Ja. Stimmt, genau. Jetzt seid ihr zurück, ich glaube, seit Januar, oder? Ja, wir sind den Freitag vor Weihnachten gekommen. Genau. Ach, okay. Okay, also praktisch pünktlich zur Weihnachtszeit, Heiligabend dann noch unterm heimischen Tannenbaum verbracht. Ja, so ähnlich. mit Abstrichen. bevor wir nochmal so ein bisschen so einen Rückblick ziehen und so ein Fazit ziehen, wie denn eure Weltreise war und was ihr denn noch nach Thailand erlebt habt, das Wichtige auch noch zuerst vielleicht, wo steht der Podcast Award? Gerade hier. Yeah. Aber sonst im neuen Wohnzimmer im Bücherregal tatsächlich, was jeder sehen kann. Sehr gut. Für die, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben, ihr habt den Podcast Award gewonnen in der Kategorie beliebteste Hörerfolge. Ihr habt tatsächlich alle Rekorde gesprengt, was so die Downloadzahlen betrifft, weil ich glaube, die Sehnsucht nach Reise in der Pandemie anscheinend so hoch war, dass ganz viele die Folge gehört haben. Und ihr habt ganz viele andere Folgen ausgestochen, auch den einen oder anderen Promi. Von daher nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zu eurem wahrscheinlich ersten Award, oder? Ja. Sehr gut. Ihr Lieben, lasst uns mal zum eigentlichen Thema zurückkommen, nämlich der Weltreise. Du hast ja eben schon gesagt, Vanessa, ihr seid nach Thailand weitergereist. Wo ging es da hin und was habt ihr da vielleicht konkret noch erlebt? Kannst du uns so einen kleinen Abriss geben, wie ging es denn nach Thailand weiter? Genau, also es ging dann weiter. Wir hatten gehofft, dass es in Asien für uns weitergeht. Es wurde aber dort einfach immer schwieriger. Und haben uns dann entschieden, nach Europa zu gehen, weil dort natürlich der Sommer anfing. Und dachten dann aber, okay, irgendwie wollen wir aber schon ein bisschen was anderes machen und haben uns dann halt für Albanien entschieden. Und das war wirklich mega cool. Also ein Land, was wir so nie erwartet hätten und hat irgendwie alles zu bieten. Tatsächlich sehr, sehr gutes Essen, Strand, Berge, Seen, super freundliche Leute. Und von da ging es dann halt immer ein wenig höher. Malte, jetzt ist ja Albanien nicht unbedingt das Reiseziel Nummer eins von ganz vielen Deutschen, aber ihr habt ja gerade schon anklingen lassen, dass es ja ein super reisenswertes Land hier ist. Was hat dich so am meisten beeindruckt da in der Ecke? Ich glaube, wir hatten es gar nicht auf dem Schirm und das Beeindruckendste war die Vielfalt wahrscheinlich, würde ich sagen. Also wir hatten wirklich glasklares Wasser wie in Kroatien, wir hatten schöne Berge, wir hatten tolle Seen. Also die Vielfalt, würde ich sagen, war das Besondere. Und man muss dazu sagen, wir haben 11 Tage lang in einem Skoda Fabia gewohnt. Was auch nochmal eine Herausforderung war, hatten dann auch mal Besuch, eine Ziege stand auf unserem Dach. Und also das Land hat halt viele Überraschungen einfach, hat es für uns bereitgehalten. Das war ist besonders in Erinnerung geblieben bei uns. Ja. Wer euch auf Instagram vielleicht gefolgt ist oder hat, ich habe es jedenfalls gemacht, der hat es mitbekommen mit dem Skoda und den elftägigen Übernachtung. Aber warum habt ihr euch denn da keine Wohnung oder irgendwas anderes gesucht? Warum habt ihr denn oder habt ihr euch bewusst für das Auto entschieden? Naja, also der ganz ursprüngliche Weltreiseplan war Südostasien und Süd- und Mittelamerika. Also ich nenne es mal Low-Budget-Länder, was Reisen angeht. Und Albanien, sprich irgendwie dann auch immer mehr Richtung Zentraleuropa, war dann plötzlich ganz schön teuer. Und dann war natürlich auch Sommer in Europa. Das heißt, die Preise sind gestiegen und gestiegen. Und es war einfach dann so ein Budgetding. Also klar hätten wir uns natürlich noch ein Hotel nehmen können, aber wir haben gesagt, wir versuchen es im Auto. Und es war so ein bisschen Abenteuer. Und wir standen halt mit unserem Auto auf dem Kiesstrand am Meer. Weil das hatte auch was. Und hat auch so ein bisschen geerdet und war eine mega coole Erfahrung. Also können wir sehr empfehlen. Ich stelle mir das aber sehr, also schwierig vielleicht nicht vor, aber da ist man ja wirklich also noch enger zusammen, als man vielleicht in einem größeren Van oder größeren Bus ist. Also von daher eine spannende Erfahrung, die ihr wahrscheinlich gemacht habt. Vanessa, wie ist es nach Albanien weitergegangen? Wo seid ihr dann hingezogen? Wir sind dann weiter nach Montenegro. Ja,
Es war wirklich sehr, sehr cool. Ein Land, was ich empfehlen kann, wenn man vielleicht irgendwie nur so 2 Wochen hat und dann kann man mit einem Auto echt das komplette Land erkunden. Es ist, ja, es hat so irgendwie, mein Herz ist da auch ein bisschen hängen geblieben, weil ja, es ist einfach so kleines, aber es bietet wieder auch irgendwie alles und so super, super schöne Altstädte. Also man kann da wirklich so abends in so Sommernächte draußen sitzen, Live-Musik, Wein, es ist ein super tolles Gefühl, ja. Und schon setzt wieder das Fernweh aktuell gerade wieder ein, oder? Ihr habt, ich erinnere mich, in der letzten Folge, als wir gesprochen haben, von ganz außergewöhnlichen Begebenheiten mal erzählt, von diesem fluoreszierenden Wasser, wo ihr quasi mit der Hand, glaube ich, reingefasst habt, dann diese Stechmückenattacke von, ich übertreibe mal, Millionen Stechmücken, glaube ich, an irgendeiner Höhle oder am Strand oder wo war das gewesen? Gab es denn in Albanien, Montenegro oder sowas auch solche kuriosen Erlebnisse, wo ihr sagt, okay, das war echt total strange? Ja, wir haben tatsächlich einen Bauernhof in Albanien entdeckt. Der wurde uns irgendwie auch nur so empfohlen. Und da kann man wunderbar essen. Aber es war halt auf einmal, kamen da zum Frühstück hunderte Gänse über den Hof gelaufen und wir durften noch mit so einer Kinderbahn fahren. Und ich weiß nicht, das war wirklich super schön. Und ja, ansonsten waren es, glaube ich, generell auch so die Berge, weil das kannten wir ja dann jetzt gar nicht mehr von ja, Südostasien so wirklich. Und da hatte man schon das Gefühl, irgendwie so in den Alpen auch zu sein. Und wir waren jetzt vorher nie so Wanderer. Und dadurch war das für uns irgendwie auch nochmal so eine ganz neue Erfahrung. Und ja, das, also es gab da keinen Moment, sage ich jetzt mal, wie das fluoreszierende Plankton, aber es waren so viele kleine Dinge, wo wir irgendwie so gemerkt haben, wow, das berührt uns total, ja. Und Malte, ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe, dass ihr doch in der zweiten Hälfte dieser Weltreise, habt ihr da nicht immer noch ein Pärchen, was zum Teil mit euch gereist ist? Oder war das tatsächlich schon vor Thailand? Und ich verwechsel das jetzt gerade. Wenn du Adrian und Dina meinst, dann ist das so. Ja, die haben wir auf 3 Kontinenten getroffen. Also kennengelernt haben wir die in Thailand. Ja, in Thailand. Genau, dann haben wir die getroffen in Frankfurt am Flughafen. Die kamen an und wir waren gerade auf dem Weg über Europa, Frankfurt, weiter nach Südmittelamerika und die kamen gerade zurück aus Thailand, glaube ich. Ja. Und dann haben wir die in Frankfurt getroffen, das war dann der zweite Kontinent. Und ganz am Ende unserer Reise haben wir sie in Mexiko wieder getroffen. Also wir sind nicht zusammengereist, aber wir haben immer irgendwie uns treffen können und den Kontakt aufrechterhalten können. Aber generell haben wir einfach super viele getroffen und sind immer mal so ein paar Tage mit anderen zusammen mitgereist, was irgendwie toll war, weil über Instagram hat man sich irgendwie so connected, dass das immer gut geklappt hat und man dann so nach ein paar Tagen immer traurig war, dass man sich trennen musste. Und meistens hatte man halt irgendwie schon Pläne, die dann immer in andere Richtungen gingen. Wie ging es denn nach Montenegro weiter? Kroatien, ne? Ja, wir sind nach Kroatien. Ich würde in Sommerferien August niemanden empfehlen, nach Kroatien zu fahren, weil ich glaube, da ist jeder. Das war vor ein paar Jahren mal noch ein echter Geheimtipp. Da sind ganz wenige Leute hingefahren. Da war auch die Unterkunft, Essen und Getränke, also wirklich spottbillig, für uns jedenfalls in Relation gesehen. Aber das höre ich so häufig, das hat sich total gewandelt. Ne? Und das war das erste Mal auch, wo ich glaube, ich, Vanessa, bei dir irgendein Posting mal bei Instagram gesehen habe, in der Story, so ein leichter Kulturschock, weil alles voller Touris war, ne? Ja, also es ist halt auch wirklich so, ich muss gerade dran denken, so ein Dubrovnik, glaube ich, war das, ist so eine super kleine Stadt und dann kommt da so ein Kreuzfahrtschiff oder nicht mal eins, sondern 3 Kreuzfahrtschiffe an und alle in diese kleine Altstadt. Also wir mussten es immer so teilen, dass wir entweder davor oder danach hingegangen sind, weil das echt sonst unerträglich war. Aber man muss sich vorstellen, ein Mietwagen am Tag, ein ganz, ganz kleiner, wo wir nicht hätten drinnen schlafen können, hat, glaube ich, 260 Euro gekostet. Am Tag, ja. Und es war schon, also wir haben tatsächlich Kroatien relativ schnell abgefrühstückt, weil ja, das halt einfach auch für uns zu viel war tatsächlich, zu viele Menschen. Ich meine, gerade wenn man in der Vergangenheit, Malte, die ganzen Orte in Asien hatte oder wo man ja zum Teil allein in den Bergen unterwegs war, dann fühlt sich das ja nochmal enger an, wenn man dann gerade in so einem Hotspot ja wahrscheinlich reinkommt, ne? Ja, absolut. Und es war ja immer noch Corona, ja, und das fühlte sich dann auch komisch an. Also wir kamen ja wirklich aus Asien. Asien war sehr, sehr strikt. Überall Maske, auch am Strand, überall Hände desinfizieren. Es wurde überall Fieber gemessen. Es wurde strikt auf alles geachtet. Ja, und dann kamen wir nach Albanien, wo auch Maskenpflicht herrschte.
Und plötzlich haben dann die Polizisten nicht mal mehr die Maske angehabt, ne? Und hat man so komisch angeguckt, wenn man eine Maske getragen hat. Also es war so ein echter Kulturschock, hat sich alles so ein bisschen gewandelt. Ja. Okay, wo habt ihr euch denn eigentlich impfen lassen? Habt ihr das noch in Asien gemacht? Das war eine schwierigere Aktion. Also uns war sehr früh klar, wir wollen uns unbedingt impfen lassen, wir wollen aber auch den Einheimischen den Impfstoff nicht wegnehmen und haben gesagt, aber wenn es irgendwie eine Aktion gibt, auch für Touristen, dann machen wir es sofort. Deswegen haben wir die erste Impfung bekommen in Montenegro, war das, glaube ich. Ja. Und die zweite in Slowenien. Das war nicht einfach, vor allen Dingen auch das zu dokumentieren. Wir haben halt nicht die ganzen Papiere so perfekt bekommen, wie man es aus Deutschland gewohnt ist. In Frankfurt wollten wir uns dann den europäischen Impfpass holen. Das war auch alles nicht so einfach. Also es waren sehr, sehr viele Hürden, aber wir haben es irgendwie geschafft. Ja. Sehr gut, das ist schon mal die Hauptsache, dass ihr sicher da durchgekommen seid. Das heißt, ich gehe davon aus, dass nach Kroatien dann Slowenien dran war, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Okay, das sind ja alles Länder, die man auch vielleicht gar nicht so präsent hat, weil wir Europäer, vielleicht ist es auch nur ein Klischee, ich weiß es nicht, uns zieht es ja eher wahrscheinlich in den Süden oder irgendwie in die USA oder nach Asien, aber so in diese Länder, Albanien oder Slowenien ja eher wahrscheinlich nicht. Wenn ihr mal nochmal so an Kroatien und Slowenien zurückdenkt, was ist denn da landschaftlich wirklich am schönsten, wo ihr sagt, okay, wenn man mal in der Gegend ist, dann geht mal dahin und guckt euch mal das an, auch wenn es jetzt vielleicht ein Touri-Hotspot leider mittlerweile wird. Aber gibt es da so ein, zwei Punkte, wo ihr sagt, das fanden wir toll von der Aussicht, von der Lage, vom Feeling? Also Slowenien würde ich auf jeden Fall sagen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das ist der Lake Bled oder Bledersee. Da gibt es dann die Creme Schnitter, das ist ein Kuchen, der da erfunden wurde und das ist landschaftlich der Wahnsinn. Also ich glaube auch einer der Fotospots in Europa wahrscheinlich sogar. Es war sehr schön, dann gab es da die Höhlen von... Die Tropfsteinhöhlen, ja, muss gerade überlegen. Und ich habe den Namen. Das war super, wirklich auch landschaftlich in der Ecke sehr, sehr toll. Und ja, Kroatien, also glasklares Wasser, tolle Strände. Wasserfälle. Also die Krka-Wasserfälle waren wunderschön. Ja. Das sind natürlich die Hotspots, Touri-Hotspots überhaupt, aber... Nicht zu Unrecht, war schon wirklich cool. Gebt uns Laien, die vielleicht nicht so häufig unterwegs sind, nochmal einen Tipp, wie ihr das Ganze geplant habt. Habt ihr euch vorher informiert? Habt ihr euch einen Reiseführer runtergeladen aufs Handy, aufs iPad oder habt ihr vielleicht von Tipps von Einheimischen drauf gehört, dass ihr da hingezogen seid oder Erfahrungsberichte? Vanessa, du hast eben schon gesagt über Social Media, Instagram und so weiter. Wie findet oder wie habt ihr denn diese Plätze gefunden? Vorab informiert oder waren es Zufallstreffer manchmal auch? Es war tatsächlich vieles so, dass jemand, wenn man schon dort war, einem irgendwie den Hinweis gegeben hat, geht mal hierhin, geht mal dorthin. Vieles haben wir tatsächlich über Blogs im Internet gemacht, so Top 10, Must-See und haben dann immer überlegt, okay, ist das etwas, was wir auch wirklich sehen wollen? Also nicht einfach, ich frühstücke diese 10 ab, sondern vielleicht habe ich jetzt schon 50 Wasserfälle gesehen, jetzt muss ich nicht den 51. sehen. Aber so sind wir vorgegangen, dass wir uns zusammen hingesetzt haben. Jeder hat einen anderen Blog irgendwie aufgemacht und haben dann so ein bisschen, ach, ich hätte hier was, ich hätte da was. Und so haben wir dann auch unsere Routen durch das Land geplant. Also wir haben einfach nur überall die Häkchen gesetzt oder die Fähnchen gesetzt. Was wollen wir sehen? Und haben überlegt, okay, wie ist es am sinnvollsten? Wie kommen wir dahin? Dann gehen wir mal Richtung, ich glaube, Süd- und Mittelamerika war, glaube ich, ist das eure letzte Station gewesen quasi auf der Weltreise. Ja. Und das ist ja so bekannt dafür, das Erste, was man damit assoziiert, ist Brasilien oder Mexiko, die Inkas, die Tempelanlagen und so weiter. Wo seid ihr denn rumgereist in Süd- und Mittelamerika? Was habt ihr vielleicht gesehen? Also angekommen sind wir in Costa Rica. Hatte den Grund, wir waren beide noch nie in Süd- und Mittelamerika und naja, man hört ja immer mal so ein bisschen Geschichte mit Sicherheit und jetzt dann durch Corona waren wir nicht ganz so ja, sicher, wie gut wir da reisen können. Und deswegen wurde uns Costa Rica so ein bisschen als Backpacker-Einsteigerland Süd- und Mittelamerikas empfohlen. Deswegen haben wir da gestartet, was auch eine gute Wahl war, insbesondere weil da die Leute ganz gut Englisch sprechen können. Das heißt, Nessie spricht schon ein bisschen besser Spanisch als ich und mein Spanisch ist eine Katastrophe. Von daher war das super als Einstieg. Und genau, von Costa Rica ging es dann weiter nach Panama. Genau, von Panama. Auf die Galapagos-Insel. Oh, Schildkrötenparadies, ne? Ja. Und dann Ecuador. Genau, Guatemala. Guatemala, Mexiko. Mhm.
Lass uns mal ganz kurz bei Costa Rica bleiben, weil du gerade mal da auch diesen Aspekt der Sicherheit gesagt hast. Das wäre jetzt auch ein Punkt gewesen, den ich euch auch hätte noch fragen wollen, weil das da tatsächlich bekannt ist, so Copacabana und Brasilien generell mit Drogenbanden, die Favelas und so weiter, dass es nicht ganz so sicher ist vielleicht für Touris. Wie habt ihr es denn im Grundsatz erlebt? Habt ihr euch sicher gefühlt? Sagt ihr, okay, das, was so berichtet wird, was man vielleicht so hört, stimmt im Grunde gar nicht? Oder gab es doch vielleicht der ein oder andere Momente, wo ihr euch doch vielleicht ein bisschen mulmig gefühlt habt? Also in Summe haben wir uns sehr, sehr sicher gefühlt. Also es wollen wir auch hier eigentlich, oder es ist super, dass du es ansprichst. Es ist uns wirklich wichtig zu sagen, dass da schon, glaube ich, auch viele Vorurteile umhergeistern. Also was uns gesagt wurde, wo viel geklaut wurde in den Bussen. Das war in Ecuador, genau. Also da hat man halt so ein bisschen auf seine Sachen aufgepasst, aber dann die Busfahrer auch direkt gesagt, hier, stell deinen Rucksack nicht unter dich, mach ihn nicht oben in das Gepäckfach, halt ihn auf dem Schoß und dann ist auch nichts passiert. Also ich glaube, einmal war es bei Nessie so, dass einer mal nach dem Handy versucht hat zu greifen, aber das war wirklich ein Einzelfall in 4 Monaten und ansonsten haben wir uns sehr, sehr sicher gefühlt. Und ja, kann das auch empfehlen, da zu reisen. Ja, es ist tatsächlich so, dass man so sagt, ja, also wir gehen da niemals raus, wenn es dunkel wird. Das machen wir auf gar keinen Fall. Ja, wir sind immer rausgegangen. Also, ich glaube, genau, das Allerwichtigste bei der ganzen Sache ist, glaube ich, einfach die Locals, also die Leute, vielleicht auch die einem das Zimmer vermieten, einfach mit denen mal offen zu sprechen, hier, was ist das für eine Gegend, wie sieht es hier aus? Und sich da auch dran zu halten, wenn die sagen, hier, wenn es dunkel ist, geh nicht raus, ja, dann geht man halt nicht raus und fertig. Und im Vorfeld haben wir natürlich auch gerade in Mexiko ein bisschen geschaut, in welchem Bezirk wo wollen wir wohnen. Ja, das kann man auch ganz gut recherchieren. Hm. Ja. Habt ihr denn auch mal solche Tempelanlagen gesehen? Chichen Itza vielleicht oder wo die Mayas, die Inkas waren? Das muss ja, ich kann es vielleicht nur mit Ägypten vergleichen, weil ich mal vor den Cheops-Pyramiden mal stand, aber ich könnte mir das gleich vorstellen, das muss doch wahrscheinlich total gigantisch sein, diese riesigen Anlagen da zu sehen. Habt ihr mal Gelegenheit gehabt? Ja, Tikal, das war noch in Guatemala. Das ist, da gibt es auch diese Pyramiden bzw. Tempel der Mayas in dem. Oh Gott, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Aber ich glaube auch, das sind diese Stufenpyramiden, glaube ich, oder? Genau. Star Wars gedreht wurde, wohl bemerkt. Ja. Ach, okay. Genau, da gibt es dann so ganz strange Rechenmodelle. In der Regel sind das dann 7 Stufen wegen der 7 Wochentage und dann 7 mal so und so viel. Dann kommt man auf 365 irgendwann oder auf 360 und dann kommt da der Kalender dann irgendwie wieder zusammen. Das gleiche hatten wir dann noch. Maya, genau. Ja. Und ansonsten haben wir dann auch Chichen Itza, was ja eins der 9 Weltwunder ist, ebenfalls. Ruinen haben wir uns angeschaut und das war auch noch ein Highlight, sind wir mit dem Heißluftballon am Ende auch noch mal in der Nähe von Mexico City über Ruinen geflogen. Das war auch immer wahnsinnig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das kann man gar nicht beschreiben. Das muss man einfach mal erlebt haben. Ne? Das ist ja so gigantisches Feeling wahrscheinlich. Ich kenne das, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, macht ja automatisch Fotos ihr noch mehr als ich. Fällt euch auch die Auswahl schwer, welche ich mir jetzt ausgedruckt an die Wand hänge oder wie macht ihr das? Wir haben zum Glück zwischendrin immer schon so gearbeitet, dass wir so unsere Highlight-Bilder aus jedem Land schon separiert haben. Wir sind in letzter Zeit, also wir zurück sind, schon ziemlich schlecht, das alles mal zu sichten. Aber daher sind wir, glaube ich, so bis, ich würde mal sagen, Costa Rica schon echt ziemlich gut unterwegs, dass wir so von jedem Land vielleicht so 20 Highlight-Bilder haben, die wir wirklich gut finden. Mhm. Und davon muss man dann halt noch ein paar aussortieren, ja. Ja, aber ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, ich tue mich da total schwer, das zu tun, weil auch ganz viel Emotion ja an den Bildern hängt. Das macht es ja gerade so schwer, sich für eines oder für 3, 4 zu entscheiden, wenn überall man irgendeine tolle Erfahrung damit in Verbindung bringt. Jetzt seid ihr ja wieder zurück in Deutschland. Wie schnell hat einen der Alltag da wieder, auch wenn man relativ lange, 12,5 Monate, glaube ich, auf Weltreise war? Boah, ich glaube tatsächlich schneller als gedacht. Also wir hatten schon Angst, dass wir in ein gewisses Loch fallen, wenn wir zurückkommen. Aber ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Am 16. sind wir zurückgeflogen und ich glaube, am 21. war ich Corona-positiv. Mhm. Das heißt, komplett Weihnachten und Neujahr waren wir in Isolation. Das hat so ein bisschen an das Jahr zuvor erinnert, wo wir im Van Weihnachten und Neujahr gefeiert haben, weil wir zu weit waren. Wir hatten aber hier so ein kleines Projekt zu Hause. Wir haben unser Wohnzimmer renoviert und dadurch hatten wir halt immer direkt irgendwas, auf das wir uns ein bisschen gefreut haben, wo wir darauf hinplanen konnten und was uns abgelenkt hat. Und ich glaube, das war viel wert für uns. Das hat uns geholfen. Und dann ging die Arbeit bei mir am, was war es, der zweite, dritte, erste los. Und dann, das geht schneller, als man denkt, leider. Dann ist man wieder im täglichen Trott so gefangen. Also ist ja auch gut so, aber
Ja, Vanessa, bei dir weiß ich, mich zu erinnern, dass du, glaube ich, ja deinen Job gekündigt hast, ne? Vor der Weltreise. Bist du mittlerweile auch wieder eingestiegen? Hast du wieder was Neues? Ja, ich bin tatsächlich am 1. Februar dann eingestiegen und bin auch wieder bei meinem alten Arbeitgeber untergekommen. Tatsächlich. Ja, super. Manche machen Fehler auch zweimal, nicht? Nein, genau, bin da auch noch im selben Team tätig, übernehme jetzt ein paar andere Aufgaben, also weiterhin noch im Personalbereich und genau, bin da jetzt auch wieder voll im Arbeitsleben drin. Ja, das ist doch wunderbar, obwohl man vielleicht gerne auf der anderen Seite ja wieder los will. Wie kribbelig sind die Finger schon wieder, schon was Neues zu planen? Sehr. Es wird ja wahrscheinlich keine nächste Weltreise mehr. Aber habt ihr schon irgendwas im Blick für Sommer, wo es hingehen soll vielleicht? Also ich glaube, wir haben tatsächlich alle Urlaubstage schon komplett verplant, also mit wegfahren. genau, es geht erstmal eine Woche auf eine griechische Hochzeit zu Freunden. Dann geht es eine Woche segeln, also fliegen nach Athen und dann ans Meer und dann segeln wir da mit Freunden. Danach... Wir heiraten im September und danach machen wir so, wir nennen das Mini-Moon, gibt es einen kurzen Abstecher nach Mallorca. Da sind wir auf so einem kleinen Weingut und ja, im Winter wollen wir dann noch ein bisschen Skifahren. Genau. Ja, mal gucken, ob ich das schaffe. Sehr schön, also auf jeden Fall geht es wieder weg. Ihr zwei, dann vielen Dank und dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, um nochmal eure Weltreise-Revue passieren zu lassen. Es sind noch einige spannende Sachen passiert nach Thailand. Wer die alte Folge noch nicht gehört hat, in den Shownotes mache ich nochmal einen Link zu der ersten Folge, dass man auch den ersten Teil der Weltreise sich nochmal anhören kann. Dann euch ganz viel Spaß und Freude wieder in Deutschland. Alles Gute für die anstehende Hochzeit im Sommer, im September und bin gespannt, wenn ihr irgendwann nochmal auf Weltreise geht, dann sagt mal Bescheid. Dann treffen wir uns nochmal. Das machen wir. Vielen Dank, bleibt gesund und bis bald. Ciao. Danke, ciao. Beredet. Der Talk mit Christian Becker.